Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück in der einfachen Männerküche. Und genau die will ich jetzt erst einmal etwas genauer definieren. Einfache Männerküche heißt für mich A, wenig Geschirr, B, einfach zu machen, C, Packung auf, ab in die Pfanne, ab in Kochtopf oder so ähnlich. Auf alle Fälle nicht nur eine Dose aufmachen und wer da sagt, wo ist da der Unterschied, puff, der soll sich erschießen. Entschuldigung. Ich mache mir heute ein Schweinegyros und dazu Bratkartoffeln und wie gesagt, einfache Männerküche. Es ist was halbwegs Vernünftiges auf dem Teller. Es sind Fertigprodukte, jawohl, aber sie sind lecker, es ist einfach und ich habe trotzdem noch was zum Brutzeln. Gehen wir rüber in meine kleine, aber einfache Männerküche. Kleine, aber einfache oder habe ich kleine, aber feine gesagt? Egal. Tja, hier habe ich mal vom Lidl war es, glaube ich, das Schweinegyros mitgenommen. Hat es früher auch schon öfters gegeben, hat Frau auch gemacht. Die Olle. Ist ja lecker, gar kein Thema, weiß ich. Dann meine Bratkartoffeln, weiß ich mittlerweile auch, dass die sehr lecker sind. Heute werden sie wieder aufgewertet mit einer Zwiebel. Wenigstens ein frisches Teil dabei. Und Bacon. Gut, dann Butterschmalz natürlich, gewürzt mit einem Klaus Kartoffelwürzer und die Packung wird zuerst aufgeschnitten. Moment. So sehen die aus und dann werden die vorsichtig in der Packung geknetet, ein bisschen, also nicht zermanschen, sondern nur die Scheiben lockern. Mache ich nachher gleich weiter. Aber zuerst tue ich jetzt den Butterschmalz in die Pfanne und dann geht es auch schon mit den Kartoffeln los. Weil viel Geschirr brauche ich heute nicht. Exakt eine Pfanne. Den Yoshi hier, drüben das Messer, um die Zwiebel zu schneiden. Und mein Warmhaltebottich hier, der hält mir dann die Bratkartoffeln so lang warm, bis ich nachher dann das Gyros in der gleichen Pfanne gemacht habe. So, erst einmal ein bisschen Butterschmalz. Der ist ganz wichtig. Und solange der eben am Schmelzen ist, tue ich jetzt hier noch die Kartoffeln ein bisschen lockern. Werdet ihr nachher sehen. Und dann sind die schön in der Pfanne verteilt. Pfanne warm, leicht warm, Butterschmalz geschmolzen. Gleich noch ein bisschen verteilen. Dann kann man die Kartoffeln hier reintun. Und jetzt sind sie nämlich lose und kleben nicht mehr so zusammen. Und dann verteilen wir die ein bisschen. Und bevor wir da dann den Bacon und die Zwiebeln dazu tun, lassen wir die jetzt erstmal ein bisschen anbräunen, anknuspern, anbraten. Und was ich mittlerweile auch gelernt habe, nicht zu früh umdrehen. Ein bisschen bewegen kann man sie natürlich. Hier irgendeine Zeit zu sagen, für mich jetzt unmöglich. Vielleicht bloß, dass man die Pfanne nicht ganz zu hoch schalten sollte, sonst spritzt. Gut, dass ich die Brille auf habe, Augenschutz. Wurzeln lassen. Und zu lange zocken am PC sollte man dabei natürlich auch nicht gehen, weil dann vergisst man unter Umständen die Bratkartoffeln. Aber jetzt ist für mich der Moment gekommen, wo ich dann auch die Reste, wie jetzt fast gesagt, dazu zu und um eben Geschirr zu sparen, um einfacher rüber zu transportieren von der Theke, habe ich die Zwiebeln hier jetzt einfach zu dem Bacon mit dazu
und fertig. So. Und jetzt heißt es einfach nur noch abwarten, bis die Bratkartoffeln fertig sind, der Bacon durch ist, ab und zu umrühren und ganz am Schluss noch würzen. So einfach gehen meine Bratkartoffeln. Und wie braun, wie schwarz, wie knusprig, wie weich jeder die Kartoffeln selber haben möchte, ja, das entscheidet natürlich jeder für sich. Jetzt haue ich mir gleich mal den Kartoffelwürzer drüber oder den Bratkartoffelwürzmischung. Das reicht. Ich tue das nochmal schön vermengen. Und dann sind meine Bratkartoffeln auch schon soweit fertig. Ich schmeiße die Hälfte am Boden runter. Fix. Dann mache ich hier meine Warmhaltebox auf. Lalalala. Hätte man jetzt noch vorher warmes Wasser einfüllen können. Dann stellen wir die da hinten hin, dass man das auch sehen kann, wie ich das umfülle. Da kommt das jetzt rein. Bleiben jetzt definitiv so lang warm, bis ich nachher am Essen bin. Meine Kartoffel für den Hals. Hier haben wir jetzt unser Schweinegyros rein. Da brauchen wir ja gar nichts mehr machen. Nur noch schön rausbrutzeln. Und genau das mache ich jetzt. Mürrebrötchen, ja, irgendwie sowas. Ja, schön verteilt am Brötchen lassen. Ja, Leute, und wenn das so weit rausgebrutzelt ist, hier muss natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden, wie lange er das in der Pfanne lässt. Durch ist es. Herd natürlich ausschalten. Und dann können wir an Teller hingehen. So, dann fangen wir hier mit den Kartoffeln an. Die dampfen noch, sind noch komplett heiß. Also so eine Warmhalte-Ding ist wirklich zu empfehlen. Ich suche die mal raus, die habe ich mal auch bei Amazon bestellt und tue die noch unten drunter verlinken. Echt ein geiles Teil. Tja. Fertig. Ist die absolute einfache Männerküche. Und jetzt ab in den Hals. Für was habe ich da eigentlich ein Messer rausgetan? Jo, da haben wir ihn. Und wie schmeckt das Ganze jetzt? Leckere Bratkartoffeln, kann man echt nicht meckern. Gyros kann man auch essen. Ist auch lecker. Ja. Für was soll ich hier jetzt einen riesen Aufwand betreiben? Wenn es doch auch so einfach gehen kann. Ja. Und wieder einfache Männerküche. Ein Video gemacht. Gekocht. Und schön essen. Morgen geht es rein theoretisch wieder raus mit dem Klappgrill. Und ich habe mal Spieße
von der Metzgerei Griner geholt. Ruhe da hinten. Und die werde ich mir draußen auf den Grill zubereiten, wenn's Wetter mitspielt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Däumchen nach oben nicht vergessen.